Hallo und herzlich willkommen bei TipTapTube. Hallo. Hallo. Ash ist auch da hinten. Wir sind gerade, oh Gott, die Sonne blendet. Nee. Wir sind gerade auf dem Weg zum dänischen Bettellager, weil wir uns ganz gerne was holen wollen. Und zwar ein paar Polsterauflagen für unsere Liege und für die Stühle. Und da wollen wir mal gucken, was sie alles so haben. Ja, und unsere Alten, die sind ja auch schon etwas älter, so 13 Jahre alt. So alt wie Max. Ausgeblichen, kaputt. Genau. So, wir sind jetzt hier angekommen und suchen einmal einen Parkplatz. Hier ist es immer so voll. Wir sind da im dänischen Bettellager. Ja, aber hast du denn hier eine Zwischen? Und hier sind doch die Auflagen. Da können wir mal gucken gehen. Und hier gibt es ja schöne andere Sachen noch, ne? Ja. Eine Bank für dich. Für dein Zimmer. Er schaut gerade schöne Deko, dann sagt er, weg hier. Weg von der Deko, ne? Haben wir zu Hause genug. So, und unsere Auflagen haben wir auch noch nicht gefunden. Nee. Wenn wir mal einen Verkäufer finden. Ja. Suchst du einen? Ja! Ja. Schön. Aber der ist ja nicht für dich, ne? Für Mama? Das ist eigentlich jetzt gut für Mama. Schminktisch für Ash. Nein, für Mama. Du sitzt doch schon dran. Ne. Schnell weg hier. Also kein Schminktisch für Ash. Was hast du hier? Guck mal, das ist schon Ehres für dich hier, ne? So eine, yeah. So eine Spiele hier. Wie viel kostet das? Strandspiele, 10 Euro. Alter. Ash hat hier für sich ein neues Bett entdeckt. Ja. Hauptsache die Rutsche ist dabei, ne? Aber Mäuschen, ich glaube, die Rutsche, die ist so klein. Hält die mich? Das ganze Bett ist nicht mehr für dich. Also nee. Du bist da zu groß für. Kann man das ein Hochbett hast du ja. Und ehrlich, zum Aufstehen wäre das ja ganz cool, ne? Wenn man so morgens einfach die Rutsche runterrutscht. Genau, Bauch über, Kopf dann über mit dem Bauch zuerst. Und dann mit dem Arsch hier so nachher so runterknallen. Genau. Das Bett ist für ihn ist einfach nicht mehr so ganz. Nein. Ja, das ist noch eine Höhle, aber das hast du ja auch, ne? Und dein Bett ist ein bisschen höher als dieses hier. Und hier ist auch noch was, guck mal hier. Ja, Fenster. Tu mal nicht so, als wenn du nicht unter deinem Bett genau die gleiche Höhle hättest. Hab ich nicht. Da kann ich nur mit Kissen vorbauen. Also das Bett. Quatschtraum. So ein Quatschkopf. Guck mal, wie viel, wie klein das ist. So, das sind die. Ich finde das so hübsch. Findest du nicht? Sonnengarten. Also ich finde die eigentlich ganz gut, oder nicht? Also wenn das ist ein anders. Müssen wir noch mal gucken gehen. So, jetzt gibt es eine kleine Planänderung. Wir haben hier noch was, beziehungsweise du hast hier noch was anderes gefunden, ne? Und zwar das hier. Komm mal bitte. Also, zur Auswahl steht jetzt entweder grün mit Karo oder Dreams of You Garden Lounge in grau mit dunkelgrauen Sternen. Es ist dauernd zu viel. Nö. Du magst sie nicht? Nee, will ich. Okay. Und du? Die nehmen wir. Ich denke auch, dass wir die nehmen könnten. Nee, Ash hätte gerne. Was wolltest du gerne haben? Dunkelblau oder so, ne? Dunkelblau. Weil wir im Moment auch dunkel. Die kommen ja übrigens nicht weg, Mäuschen. Du kannst ja auf deinem Sitzen dunkelblau unterhalten. Ja. So, die grauen, die sind jetzt natürlich ein bisschen dünner als die guten grünen hier. Aber Mama hat gewonnen. Nein, aber ich finde die wirklich schöner. Wirklich. Und du, freu dich mal über die neuen Liegenauflagen. Nö. Ist langweilig, ne? Wo ist eigentlich dein Spiel abgeblieben? Ach ja, das doch geholt, ne? Hast du wieder weggespielt? So, wir haben die Auflagen schon mal verpackt. Bist du angeschnallt? Nein. Fertig zum Losfahren. Mama fehlt noch, die bezahlt noch. Und da kommt sie. Dann können wir starten. Und ich habe ja fast das Gefühl, dass die heute Abend noch draufgelegt werden, was? Heute Abend? Ja, deine neuen Auflagen. Oder wir machen das morgen in Ruhe. Wir sind wieder zu Hause. Genau. Unsere neuen Auflagen. Jetzt kann man mal so einen Unterschied und sehen. Und hier sind unsere alten Auflagen. Nicht mal da auf dem freien Stuhl, mal das Teil drauf hier. Mal gucken, wie das aussieht. Alt zu neu. Und? Das ist aber schon schöner, oder? Was sagst du? Schön. Mama findet das schön. Sieht wirklich ein bisschen schöner aus. Ach nee. Du sagst jetzt, dass das schöner aussieht. Nein, tut's nicht. Aber mit dem Verschluss finde ich das blöd. Hier ist kein Dingsbums. Ja, die anderen, die muss man irgendwie da auch rüberziehen. Ja.
Und außerdem, die kommen ja nicht weg. Die bleiben ja auch hier. So, jetzt wird erstmal gewechselt. Guck mal, sieht voll aus, oder? Das sieht gleich richtig frisch aus. Ein bisschen groß ist die Auflage. So. Oh, hier deine Haare, guck mal hier. Ey, warte. Oh, Alter, wie geht das? Junge, das ist Elektrizität. Das ist Elektrizität, ey. Elektrizität, genau. Oh, Mann. Erst mit Punkfrisur. Das ist Elektrizität. Jetzt siehst du immer noch ein bisschen strubbelig aus. Ja. So, und jetzt gucken wir mal. Ist das cool? Ja, nee. Das ist schöner. Doch, klar. Das passt. Okay. Aber von der Seite her sind die ja so ein bisschen flatterig, ne? Nein, die muss man mal festmachen. Ich glaube aber trotzdem, die sind schmaler als die. Oh, ein bisschen. Aber auch egal. Hauptsache, das sieht so schön aus, ne? Ja, ich finde es schön. Ne? Hauptsache... Na egal, Hauptsache Mama gefällt das. Also euch doch. Und wenn Mama nicht glücklich ist, dann sind wir auch alle glücklich, ne? Nee. Das sind jetzt unsere neuen Auflagen hier. Mhm. Und ich finde, das Spannendste waren ja eben die elektrostatisch geladenen Haare von Ash, ne? Aber die sehen echt toll aus. Doch, hast du sehr gut ausgesucht. Ja, aber ich finde es anders. Und Ash gefallen dir auch? Ja, nicht. Ich denke doch jetzt. Was denn nun? Nee. Das sieht alles ein bisschen heller aus hier. Eben, ist freundlicher. Ja, es ist schön. Ja. So, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, jetzt mache ich schon fast so hier. Ey. Ey. So, komm, rein.